Im Rahmen von Funktionenschauen werden wir uns in diesem Tutorial anschauen, wie man die gemeinsamen Punkte verschiedener Graphen eines Funktionenschars bestimmen kann. Bevor wir mit ein paar Beispielaufgaben loslegen, werden wir uns zuerst anschauen, welche Bedeutung diese gemeinsamen Punkte für die Graphen eines Funktionenschars haben können. Wir haben hier einen Funktionenschar, relativ einfaches, und ich habe jetzt für t verschiedene Werte eingesetzt, dadurch mehrere Graphen erzeugt und die sehen alle so aus. Ich glaube, das ist ganz gut erkennbar in diesem Fall, dass sich alle diese Kurven in einen einzigen Punkt treffen und das ist natürlich in diesem Fall zufälligerweise der Koordinatenursprung. Also dieser Koordinatenursprung wäre ein gemeinsamer Punkt für alle Kurven des Schars. Allerdings gibt es auch Funktionenscharen, wie zum Beispiel dieser hier. Wenn wir jetzt hier für k auch verschiedene Werte einsetzen, dann kriegen wir solche Graphen raus. Hier kann man auch sehr leicht erkennen, es gibt viele gemeinsame Punkte, aber das sind nicht gemeinsame Punkte für alle Kurven, sondern die sind gemeinsame Punkte in Abhängigkeit von dem Parameterwert. Also eine andere Art von gemeinsamen Punkte. Deshalb können wir schlussfolgernd sagen, es gibt zwei Arten von gemeinsamen Punkte. Einmal wie links abgebildet, gemeinsame Punkte für alle Graphen und einmal wie rechts abgebildet, gemeinsame Punkte, die abhängig vom Parameterwert sind. In diesem Tutorial werden wir uns nur für die gemeinsamen Punkte für alle Graphen interessieren. Leider ist es so, dass abhängig von Lehrer zwei verschiedene Lösungswege bevorzugt werden und ich werde jetzt anhand von verschiedenen Beispielen beide diese Lösungswege zeigen. Also, wir haben zwei Lösungsansätze. Und ich habe jetzt für unser erstes Beispiel diesen Funktionenschar ausgewählt. Ft von x ist gleich x² minus tx. Für den ersten Lösungsansatz werden wir folgende Eigenschaft benutzen. Und zwar, man kann ja in diesem Funktionenschar verschiedene Werte für t einsetzen. Deshalb werden wir uns zwei Kurven auswählen. Also ich setze einmal für t1 und einmal für t2 ein. Wir werden uns zwei Kurven dadurch auswählen und den Schnittpunkt dieser beiden Funktionen bestimmen. Natürlich, um den Schnittpunkt zu bestimmen, muss man die zwei Funktionen gleichsetzen, daher unser Obing-Ansatz. F1 von x soll f2 von x sein. Und genau das mache ich auch hier. Dann setze ich einmal für t1 ein, habe ich x² minus 1x soll gleich x² minus 2x sein. Dann schieben wir erstmal alles auf der linken Seite, minus x² und selbstverständlich plus 2x, x² minus x² verschwindet und minus 1x plus 2x sind 1x ist gleich 0. Das ist die x-Koordinate vom Punkt. Um die y-Koordinate zu bestimmen, ist es sehr wichtig, dass wir nicht in f1 von x oder f2 von x einsetzen, sondern in unser Funktionenschar. Das bedeutet, ft von 0 ist gleich 0 hoch 2 minus t mal 0. Und ich glaube, das ist ganz gut erkennbar, da kommt natürlich wieder 0 raus. Also unser Schnittpunkt lautet 0-0. Und dieser Schnittpunkt ist ein gemeinsamer Punkt für alle Graphen, weil seine Koordinaten nicht vom Parameter abhängen. Die gleiche Beispielaufgabe werde ich jetzt auf eine andere Weise lösen, und zwar verallgemeinert. Das bedeutet, wir haben wieder unser Funktionenschar und ich werde jetzt nicht irgendwelche zwei Funktionen rausnehmen, sondern ich werde jetzt allgemein in Abhängigkeit von zwei verschiedenen Parametern den Schnittpunkt ausrechnen. Das bedeutet, wir wählen zwei verschiedene t's aus, ein t1 und ein t2. Und vielleicht ist es noch von Bedeutung hier zu sagen, dass t1 auf jeden Fall verschieden von t2 ist. Und werden jetzt versuchen, beide dieser Funktionen Abhängigkeit von t1 und t2 gleichzusetzen und wieder nach x umzuformen. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. X² minus t1x ist gleich x² minus t2x. Natürlich schieben wir auch hier zuerst alles auf eine Seite, also minus x² bzw. plus t2x. Und x² minus x² verschwindet wieder. Dann habe ich hier auf der linken Seite steht t2x
minus t1x sind gleich 0. Also, wie ihr seht, verkompliziert sich minimal die Sache. Wir müssen an diesen x rankommen, deshalb klammern wir es aus. Und in der Klammer bleibt dann nur noch t2 minus t1. Und diese Klammer mit t2 minus t1 ist einfach nur eine Zahl. Deswegen dürfen wir durch diese Zahl teilen, t2 minus t1. Und damit kriegen wir wieder x gleich 0 raus. Auch hier entsprechen dann die passende y-Koordinate. Also wir setzen in der Anfangsfunktion, haben dann ft von 0 ist gleich 0 hoch 2 minus t mal 0 sind natürlich 0 und damit wieder der gemeinsame Punkt für alle Graphen s von Koordinaten 0-0. Jetzt schauen wir uns noch ein zweites Beispiel an. Es ist die Funktion, die vorher rechts abgebildet war, nur mit der aufgelösten Klammer, und versuchen auch hier beide Lösungswege oder Lösungsansätze anzuwenden. Also hier werde ich wieder für k einmal 1 und einmal 2 einsetzen. Kurz gesagt, mein Ansatz lautet f1 von x soll wieder gleich f2 von x sein. Und wenn wir dann einsetzen, haben wir x² minus 2 mal 1 mal x sind minus 2x plus 1 hoch 2 minus 2 soll gleich sein. X² minus 2 mal 2 mal x sind minus 4x plus 2 hoch 2 minus 2. Jetzt x², links und rechts das gleiche, kürze ich wieder weg, wenn wir versuchen es zu schieben. Und wir fassen hier noch ein bisschen die Terme zusammen. Wir haben dann minus 2x und 1 minus 2 sind minus 1, soll gleich sein mit minus 4x und 4 minus 2 sind 2. Dann schiebe ich die minus 4x mit plus 4x rüber und die minus 1 mit plus 1 auf der rechten Seite. Dann habe ich 4x minus 2x sind 2x. Und 2 plus 1 sind natürlich 3. Damit geteilt durch 2, x ist 1,5. Sieht zuerst sehr gut aus. Allerdings, wenn wir jetzt in unser Funktionenschar einsetzen, also fk von 1,5, lautet die y-Koordinate 1,5 ins Quadrat minus 2k mal 1,5. Plus k² minus 2. Wenn wir jetzt versuchen, das Ganze zusammenzufassen, 1,5 ins Quadrat sind 2,25, minus 2 sind 0,25 und minus 2k mal 1,5 sind minus 3k und plus k². Also, wenn wir jetzt diesen Schnittpunkt hinschreiben, dann hätte er die Koordinaten 1,5 und 0,25 minus 3k plus k². Und da sollte uns auffallen, dass was nicht in Ordnung ist. Die y-Koordinate hängt von dem Parameter ab. Das bedeutet, das ist kein gemeinsamer Punkt für alle Graphen, sondern nur für bestimmte Graphen in Abhängigkeit vom Wert des Parameters. Und das gleiche werden wir jetzt nochmal rechnen, natürlich wieder verallgemeinert. Also unser Ansatz lautet hier an der Stelle fk1 von x soll fk2 von x sein. Also wieder zwei Parameterwerte, die natürlich voneinander verschieden sind. K1 ist verschieden von K2. Dann haben wir x² minus 2 k1x plus k1 ins Quadrat minus 2 soll gleich sein mit x² minus 2k2x plus k2 ins Quadrat minus 2. Wir fangen an wieder rumzuschieben. X² kürze ich auf beide Seiten weg. Und dann bringen wir noch alle Terme mit x auf der anderen Seite. Auf der linken Seite plus 2k2x und alle Terme ohne x auf der rechten Seite. Das bedeutet, gleichzeitig werde ich hier noch minus k1 und plus 2 rechnen.
Dann haben wir 2k2 x minus 2k1 x sind gleich. Und auf der rechten Seite steht dann k2 ins Quadrat minus k1 ins Quadrat. Plus 2, minus 2, also diese minus 2 und die plus 2, die rüberkommt, kürzen sich wieder weg. Und unser Ziel ist natürlich, nach x umzuformen. Dann klammern wir auf der linken Seite das x aus. Und das sieht dann wie folgt aus. X Klammer auf, 2k2 minus 2k1 ist gleich k2 ins Quadrat minus k1 ins Quadrat. Und teilen natürlich durch diese Klammer. Geteilt durch 2k2 minus 2k1 ist x ist gleich k2 ins Quadrat minus k1 ins Quadrat durch 2k2 minus 2k1. Also wir erkennen schon an dieser Stelle, dass die x-Koordinate vom Parameter abhängt. Das bedeutet, es gibt keinen gemeinsamen Punkt für alle Kurven. Allerdings könnten wir das noch minimal ein bisschen schöner schreiben. Wenn man oben erkennt, dass es sich um die dritte binomische Formel handelt, dann hätten wir praktisch k2 minus k1 mal k2 plus k1. Und unten kann man auch die 2 aus den beiden Termen ausklammern. Dann hätte man k2 minus k1. Und jetzt merken wir, okay, da kürzt sie noch eine Kleinigkeit weg hier. Und dann kriegen wir für die x-Koordinate praktisch k2 plus k1 durch 2. An dieser Stelle hat man keinen Zweifel mehr, die x-Koordinate hängt eindeutig von dem Parameter ab. Damit lohnt sich gar nicht mehr, eine y-Koordinate zu bestimmen. Es gibt hier an dieser Stelle keinen gemeinsamen Punkt für alle Graphen. Also, als Schlussfolgerung können wir sagen, der erste Lösungsansatz ist eindeutig leichter zu rechnen. Und wenn ihr nicht gezwungen seid, diesen zweiten Lösungsansatz zu benutzen, also gezwungen von Lehrer in diesem Falle, könnt ihr ruhig euch an den Lösungsweg auf der linken Seite orientieren. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Hier im Abspann findet ihr noch weitere Tutorials zu Thema Funktionenschaden, einmal über die Ortskurve noch und einmal über verschiedene abiturähnliche Aufgaben zu Funktionenschaden.